Es kommt noch was. Oh, ich liebe. For the Entwicklers. Entwicklers for the Developers. Oh. Frictional Games. I love you. I pretty, pretty love you. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Is this? Did it work? Oh nein. Wo ist Catherine? Wo ist meine Taschenlampe? Das ist kein schöner Ort. Oh, warte. Nein, oder? Unverschämt geil. Wo ist Catherine? Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Kann ich hier rein? Planschen. Okay. Alter. Ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Was steht hier? Willkommen. Kalibrierungsvermessung Version 0.3. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Ark geschafft. Diese Umfrage. Oh. Okay, nochmal eine Umfrage, wie schön. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich. Ich hasse euch, dasselbe wie in Lambda. Oh, ihr seid scheiße. Ihr seid richtig, richtig scheiße. Ah, ich bin aber ehrlich, ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst. Denn hier kann ich nicht krank werden, hier kann ich nichts Negatives. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich abgetrennt, ich fühle mich verloren, ich fühle mich verändert. Aber mein Charakter hat sich bestimmt verändert, dadurch, dass ich weiß, dass ich nicht mehr sterben kann, beispielsweise. Falls das denn geht, man weiß nicht, was sie implementiert haben und was nicht. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal wie erwartet, ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr, ich fühle mich blockiert, als ob meine Sinne taub wären, mir fehlt eine meiner. Ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich kann ja nur sehen und hören. Das kann ich allerdings normal wie erwartet. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm. Es fühlt sich konstruiert an. Nicht mehr als die normale Welt. Es fühlt sich schön. Ich kaufe Ihnen das ab. Wenn das der Himmel wäre, bis jetzt sieht er super aus. Beunruhigt sie die Tatsache, dass sie nicht länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Es ist eine direkte Fortsetzung meiner vorherigen Selbst, meines vorherigen Selbst. Wie ein neues Kapitel meines Lebens. Jetzt wäre ich neu geboren, ein vollständiger Neuanfang. Ja, schon ein vollständiger, oder? Ein neues Kapitel meiner selbst, meines Lebens. Finden Sie, dass diese neue Existenz noch lebenswerteres Leben sein wird? Ja, ein Lebens. Wo habe ich denn das noch jetzt her? Nein. Wie mein vorheriges Leben? Ja, mit weniger Bedeutung. Vielleicht können wir nach einem neuen. Wir können einen neuen Sinn finden. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein! Jetzt nicht mehr. Jetzt, wo wir schon drauf sind. Alarm. Vielen Dank für die Teilnahme. Das ARC-Team. Warum Alarm? Gerne. Kommt jetzt. Oh, bitte Spiel. Jetzt kein Haken mehr, oder? Konnte ich da gerade irgendwas aufnehmen? Nö. Jetzt bitte kein Haken mehr an der Sache, oder? Ich traue denen so alles zu. Oh oh, da hinten sehe ich schon was. Dünn's mal so ein bisschen.
Wer läuft nicht gern so durch die Gegend? Ja, seid doch echt einfach nur wahnsinnig. Catherine? Catherine. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Da die beiden sich aber erinnern können, dass sie die Ark selbst gestartet haben und so weiter, heißt das aber auch, sie wissen, dass das keine reale Welt ist. Ist es dann wie in einem schönen Traum, den man gerne für immer weiter träumen möchte? Oder wie darf ich das verstehen? Weiß ich nicht so ganz. Ich hoffe, auf der Ark gibt es auch Eistee. Denn ohne Eistee ist dein Leben nicht lebenswert. Ein Hoch auf Eistee und ein Hoch auf die Ark. So, und nu? Das Spiel wird langsam dunkler. Kommt noch was? Errungenschaft freigeschaltet, das Ende. Und jetzt ist das Bild da rechts auch komplett. Das war's. Das war Soma. Wow. Ich applaudiere für die Entwickler. Als das Spiel rauskam, habe ich den Preis gesehen und mir gedacht, fast 30 Euro, das ist so viel, wie man jetzt momentan zahlen würde für beide Teile von Amnesia zusammen. Eine Menge Geld. Eine Menge, Menge Geld. Ich starte mal ein neues Spiel nebenbei. Eine Menge Zaster. Eigentlich, für einen AAA-Titel wäre es wenig, für einen normalen Titel in Anführungsstrichen wäre es viel. Ich werde mal das Spiel im Hintergrund hoffentlich ein bisschen leiser drehen. Zwecks, ich möchte erstmal ein Fazit machen, aber ich wollte euch ja noch was zeigen, das werden wir jetzt tun. Ein riesiges Lob an die Entwickler. Meine Anforderungen möchte ich nicht sagen, meine Erwartungen an das Spiel waren relativ hoch. Zum einen wegen dem Preis. Die vorderen Vorgänger, die sind ja für deutlich weniger Geld auf den Markt gekommen. Für 15 Euro, glaube ich, war das auch von Anfang an. Zum anderen aber auch, warum habe ich kein Bild? Warum ist, reicht die Zeit nie? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Das ist ja lustig. Noch ein Bug entdeckt. Kannst du mal sehen. Meine Erwartung war, es wird ein Horrorspiel. Das wird bestimmt ganz nett. Ja. Und das war's. Also wird bestimmt ganz nett. Wird ganz lustig. Ich werde bestimmt einige Male richtig erschreckt werden. Wir werden irgendeine düstere Geschichte nachjagen. Und das war's dann auch. Meine Zuschauer haben ein bisschen Spaß, mich beim Gruseln zu sehen. Ich habe ein bisschen Spaß, mich zu gruseln oder eben auch nicht. Und das war's dann auch.
dass da so eine Story aufgebaut wird. So ein riesiges Ding. Mit einem Plot nach dem anderen fast schon. Echt einfach nur genial. Einfach nur genial. So, jetzt zeige ich euch noch eine Kleinigkeit. Ihr erinnert euch ja mit Sicherheit hier. Bla bla bla. Oh, das Spiel. Es ruckelt wieder wie Sau. Wir machen jetzt mal Folgendes. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Wir werden jetzt diese E-Mail absenden. Huch. Ja, du hast nämlich vergessen, die Kacke abgeschickt. Du hast sie nämlich nicht abgeschickt damals. Die Flüssigkeit kann im Übrigen immer woanders stehen. Das ist lieber zu spät als nie. Das bezog sich jetzt eben noch auf die E-Mail. Seht ihr, die Flüssigkeit steht jetzt nicht hier drin. Auf der anderen Seite weiß ich leider auch nicht, wo sie drin steht. Und das möchte ich euch jetzt gerade noch mal zeigen, bevor wir, weil ich habe das mal versprochen irgendwann. Ich habe das ja versprochen gehabt. Wo ist das Tracer-Zeug? Bestimmt im Schreibtisch, oder? Hier nicht. Wo ist sie? Ach, hier. Tracer-Flüssigkeit. Übrigens, genau dasselbe steht hier auf der Packung. Wir trinken erstmal. Müssen wir ja, sonst kommen wir hier nicht raus. Ich stehe auf dem Schreibtisch. Ganz normales Verhalten. Wie hier. By the way, Gaudan irgendwas. Gadutan 755. Okay. Dann picken wir uns noch die Keys und dann gehen wir raus. So. Was sich jetzt nämlich ändert, hört ihr jetzt. Das Telefonat. Gerne mit Folge 1 vergleichen. Oder Folge 2 oder was das war. Ich werde euch die Folge verlinken, keine Angst. Oh, es ruckelt gerade wie die Sau. Tut mir leid. Man kann das Ganze auch ignorieren übrigens. Habe ich auch mal ausprobiert. Ganz lustig, aber sinnlos, glaube ich. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Gut. Also ihr seht, das Telefonat lief jetzt deutlich anders als damals bei uns in der allerersten Folge. Oder in der zweiten, ich weiß es nicht mehr, wann das war. Jetzt ist das Bild übrigens wieder so auseinandergeteilt, weil wir das Spiel nicht mehr durchgespielt haben. Schade. Man hat nur einen Speicherplatz. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber okay. Laden kann man... Oh. Laden kann man doch einiges. Die Ark. Voll das Belohnungslevel. Ich feiere es richtig. Also, Fazit. Es wird Zeit für ein Fazit. Und das möchte ich euch in der Ark erzählen. Whoa. Is this... Did it work? Gut. Hier ist ein schöner Ort für ein kleines Gespräch. Meine Erwartungen an das Spiel wurden sowas von übertroffen. Es ist jetzt, wenn diese Folge rauskommt, wahrscheinlich schon November, vielleicht ist es sogar schon Dezember.
Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Ende Oktober. Und ich kann jetzt schon sagen, der Titel für mein Spiel des Jahres 2015 geht mit Riesenvorsprung an Soma. Ganz knapp vor Neverending Nightmares, aber nein, mit Riesenvorsprung an Soma. Der zweite Horror-Titel des Jahres, Anfang des Jahres habe ich angekündigt, dass ich das Spiel spielen werde. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Und es war einfach nur schön. Eigentlich hatte ich gar keinen Platz für das Projekt. Eigentlich hatte ich ja Minecraft, Pro Cycling Manager, Ori, Super Mario 64. Ich habe genug zu tun. Aber ich habe mich dann doch durchgerungen, nach ein paar Tagen des Überlegens, das Ganze zu spielen. Leider nach Gronkh, das war ein Fehler. Keiner hat es mehr bei mir geguckt. Schade. Aber mein Gott. Ein paar von euch haben zugeschaut. Ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich an euch. Als da wären natürlich in allererster Linie der Clurex und der Storm, die immer fleißig Kommentare geschrieben haben. Ich muss jetzt auch dazu sagen, bevor ihr jetzt sauer seid, all die anderen, ich werde natürlich jeden Kommentar lesen und so wie ich mich kenne, auf jeden Kommentar antworten. Nur Clurex und Storm haben bis Folge 13 am meisten kommentiert und das ist die Folge, die draußen ist, während ich das hier aufnehme. Ich habe also sehr im Vorfeld aufgenommen und das hatte einen Grund. Ich hatte richtig Spaß an dem Spiel. Ich war richtig fasziniert von diesem Spiel. Die Story hat mich gefesselt. Und ich habe so sehr nicht genug von diesem Spiel bekommen, dass ich immer nach den Aufnahmen jeden Abend nochmal die aktuellsten Folgen von Gronkh und von Pandoria geguckt habe. Jeden Abend. Und eigentlich haben sich meine Aufnahmetermine danach gerichtet, ob die beiden bereits eine neue Folge hochgeladen haben, wo es vielleicht dann sein könnte, dass sie an Orten sind, an denen ich nicht mehr bin. Damit ich mich nicht spoilere, habe ich dann schnell davor aufgenommen, dann konnte ich die neuen Folgen gucken. Ja, also ich denke, wenn das kein Kompliment ist für das Spiel, dann weiß ich es auch nicht. Also wirklich Hut ab. Ich bin positiv überrascht, wie schon ewig nicht mehr bei dem Spiel. Ich hatte Spaß, wie schon ewig nicht mehr bei dem Spiel. Ich war gespannt, wie schon ewig nicht mehr bei dem Spiel. Und ich habe auch gerne Let's Played, wie schon lange nicht. Na, wobei, die verlorenen Insider hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich, egal, soll hier kein Wettbewerb werden. Soma war ein wundervolles Spiel. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und bin auch froh, dass ich es Let's Played habe und nicht nur für mich gespielt habe, sondern dieses Spiel auch mit euch geteilt habe. Ich hoffe, es gucken sich einige von euch an, denn es ist einfach wow. Es ist wow, auch wenn die Wow zerstört wurde. Der Wahnsinn. Nochmal kurz ein Wort zum Ende. Simons Reaktion, Roboter Simons Reaktion, konnte ich jetzt nicht ganz verstehen. Klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das Computerspiel jetzt immer weiterspielen, es wäre mein Leben. Und ich würde aber als Simon, der ein Roboter ist, auf der Erde weiterleben. No way. Es sind viele Fragen, die offen blieben. Was ich gelesen habe, war einmal von irgendjemandem unter einem Video von Pandoria, dass der Meteoreinschlag die WoW aggressiver gemacht haben könnte. Einfach aus dem Grund, weil irgendwelche kosmische Gefahr ausging oder was weiß ich. Irgendeine kosmische Strahlung oder sowas, keine Ahnung. Nee, das glaube ich nicht. Dann haben viele vermutet, durch die Bildstörung und sowas, dass das Ganze eine virtuelle Welt sein soll, in der wir die ganze Zeit rumgelaufen sind. Scheint ja aber auch nicht so zu sein. Denn wir sind ja jetzt in der virtuellen Welt. Aber das Spiel hat uns ja nicht gesagt, dass das gerade eben alles virtuell gewesen wäre. War es ja nicht. Scheinbar. Und wer ist Haber? Das wissen wir jetzt immer noch nicht, ne? Wer ist Haber? Oder waren wir das? War das unser neuer Körper? Das könnte sein. Das könnte es gewesen sein. Vielleicht war es unser neuer Körper. Oder das Omni-Tool.
Ich glaube, wir waren das und ich mache mich da so verrückt. Naja. Gut, wir wissen also auf jeden Fall, was aus Catherine geworden ist. Was ich auch irgendwie ganz gut finde, ist, ich guck mal, wie weit ich hier noch rumlaufen kann. Was ich irgendwie ganz nett finde, ist, Simon hatte ja mal vermutet, beziehungsweise hat mal gesagt, hey Catherine, glaubst du nicht, dass es noch andere Versionen von uns geben könnte, die hier rumlaufen? Das war ein Gedanke, der hat mich lange, naja, beschäftigt ist zu viel gesagt, aber... Ich bin im Felsen. Okay. Nee, ich find's schön hier. Hier wird mein neues Zuhause sein, im Felsen. Oh Mann. Warum mache ich sowas? Jedenfalls, wir gucken mal in die Sonne, da ist alles schön. Ein paar Sachen wurden nicht aufgedeckt. Oder, nein, was ich sagen wollte. Simon hatte den Verdacht erwähnt, ob denn nicht noch andere Roboter-Versionen von ihm und von Catherine rumlaufen könnten. Ich finde es gut, dass das nicht passiert ist. Der Gedanke ist nämlich die ganze Zeit in meinem Hinterkopf rumgespukt. Dieses Zappeln macht mich nervös. Und wäre es tatsächlich noch passiert, wäre es doch sehr auffällig gewesen. Ach so. Grafikfehler. 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 Jetzt können wir auch mal testen, ob wir wirklich nicht sterben können. Ich meine, wir sind ja auf der Ark. Mal gucken. Ich finde es gut, dass es nicht passiert ist. Es wäre ein bisschen auffällig gewesen. Also, alles in allem... Ich möchte jetzt nichts vergessen. Warum springt er von selbst? Ich verstehe es nicht. Ah, oh, sieht schön aus irgendwie jetzt mit den Lichteffekten. Dadurch, dass wir angehittet sind. Hat was? Naja. Ja, Beta-Tester, ne? Da habt ihr gepennt. Aber gut, man kann auch nicht alles... Es ist jetzt kein spielentscheidender Bug. Verstehe das völlig. Was wollte ich noch sagen? Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was ich an dem Spiel auszusetzen habe. Die Musik war klasse. Die Story war extrem gut. Die Übersetzung war teilweise ein bisschen hakelig und ungenau, aber okay. Mein Gott. Genauso die Steuerung war jetzt nicht so berauschend, aber gut, das muss ja auch nicht sein. War jetzt kein Jump'n'Run. Und... Aua. Ansonsten wenig Bugs auch. Muss man auch dazu sagen. Au. Au. Und ansonsten... Ich bin mal gespannt, wie weit ich das treiben kann. Aber ich sterbe hier echt nicht, ne? Cool. Ah, man kann auf der Ark scheinbar wirklich nicht sterben. Oder? Nee. Nee, coole Sache. Oh. Oder doch? Ich wurde jetzt doch ganz schön angehittet. Ich möchte es hier noch ein bisschen weiter probieren. Dem Versprechen nach kann man auf der Ark nicht sterben. Kann auf der Ark nicht sterben. Oh. Au. Naja gut, das soll es gewesen sein. Ein sehr unrühmliches Ende, ich weiß. Aber ich glaube, man kann hier nicht sterben, ne? Falls sie das denn eingefügt haben, weiß ich ja gar nicht. Ja.
Angehittet sind wir auf jeden Fall ganz schön. Das steht ja außer Frage. Aber wir sterben nicht. Scheinbar. Oder? Wow, wobei, uns geht's jetzt schon. Ich teste das noch ein bisschen. Vielleicht schneide ich es auch raus. Gut, leider ist jetzt meine Aufnahmezeit gleich vorbei. Ich würde das hier gerne noch weiter probieren, aber ich glaube, man kann hier nicht sterben. Man kann sich zwar extrem anhitten, aber man kann hier nicht sterben. Oder? Nee, ich finde auf jeden Fall auch schön, dass es dieses Happy End gab. Ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass es diese Szene hier noch gab. Und Simons Reaktion am Ende, also Roboter Simons Reaktion, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Denn er musste wissen, dass er nur eine Kopie ist. Das war klar. Und genauso hat es ja auch funktioniert, als wir den anderen Roboter Simon umgebracht haben. Er ist nur eine Kopie gewesen. Steht fest. Ist so. Dass diese Szene hier mit der Ark noch eingenommen wurde, auch dass wir Catherine noch sehen. Leider. Ich glaube, da wurde so ein bisschen Budget gespart. Hat man kein abschließendes Gespräch mit Catherine oder sowas. Sie steht da, sie dreht sich zu einem um und so weiter. Ja, alles schön und gut. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen damaged, ne? Ja, wir sind schon angeschlagen wie Sau, aber ich glaube, wir sterben dennoch nicht. Also, Catherine auf jeden Fall, die Szene am Ende fand ich super. Fand ich echt schön. Aber gut. Ist ja jetzt, wie es ist. Soll es auch keine großartige Kritik sein. Ich sage nur, ich fände, ich hätte es schön gefunden, wenn so etwas gewesen wäre. Dass es jetzt nicht mit dabei war, ist aber auch kein Untergang. Weder der Welt noch von sonst irgendwas. Und ich glaube, ich schaue mich hier wieder zu genau um. Ich kann unter Wasser atmen. Bin ich etwa immer noch ein Roboter? Ja, und mit diesem Plot verabschiede ich mich von euch. Danke nochmal, ein riesiges Danke an jeden Kommentar, an jeden Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte das Spiel einigermaßen gut rüberbringen. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwann vor Frustration zu Gronkh oder Pandoria übergeschwappt. Wenn, ich könnte es ja verstehen, wenn. Die waren ja auch um einige schneller. Egal, sei es drum. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Let's Play eurer Wahl mit dabei. Und das war's von meiner Seite aus von Soma. Echt traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin wirklich traurig, dass es vorbei ist. Schade. Ich wünschte, es wäre nicht so schnell vorbei gewesen. Echt schade. Das war's mit Soma auf meinem Kanal von Frittenfriseur LP. LPs, das unterscheidet mich von der Masse. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wirklich. Und wenn ihr noch irgendein Fazit, irgendwelche abschließenden Worte an mich, ans Spiel, an die Entwickler habt, dann schreibt sie gerne in YouTube in die Kommentare. Ich werde sie gerne lesen, ich werde auch gerne darauf antworten. Und wenn ihr wirklich bis hierhin geblieben seid, dann ein riesiges Dankeschön an euch. Ernst gemeint. Ja, und das war das Spiel. Die Facecam-Aufnahme läuft gleich voll. Die SD-Karte ist gleich voll, dann kann ich nicht mehr Facecam. Und bevor das passiert, sage ich auf Wiedersehen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat mich gefreut, dieses Spiel zu spielen. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Spiel frittiert und frisiert. Tschüss.